Ja, hier ist er wieder, euer Borgelcut. Ich fahre den britischen Churchill 7-Panzer. Das ist ein Tier-6er Heavy Tank, sprich schwerer Kampfpanzer. Und das Ganze passiert auf der Karte Polargebiet. Es gibt eine Arti pro Seite. Und ich schau mal, was ich hier ausrichten kann. Tja, was gibt's zum Churchill 7 zu sagen? Los Ja. geht's. Es ist ein weiterentwickelter A22-Panzer. Hauptsächlich wurde ihm mehr Panzerung verpasst. Und er ist kurz vor der alliierten Landung fertiggestellt worden. Diente auch als Umbaupanzer, sprich als Plattform für den dann gebauten Panzer, Flammpanzer Krokodil. Ich habe hier die Endkanone verbaut, das ist eine 77 mm Kanone. Die ist relativ präzise, hat eine hohe Feuerrate, hat einen guten Durchschlagswert an für sich und sie macht natürlich bei 77 mm nicht den Mörderschaden. Das ist ja klar. Aber so 100 bis 150 ist da eigentlich immer mal drin an Damage. Das Entscheidende an der Kanone ist die Feuerrate, die macht dann vieles wieder weg. Blindschuss hinterher. Könnte ja klappen, muss aber nicht. Ah, nach Studieren der Minimap ist mir klar, was da passiert ist gerade. Ich habe auf Gegner geschossen, die hinterm Felsen sind. Da gibt es ja einen altbekannten Felsen. Ach, da hinten ist die Hellcat. Naja, da weichen wir mal aus. Und stellen fest, dass wir uns angestellt haben bis jetzt wie ein Bob. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts oder nicht viel. Da weichen wir mal aus und werden uns mal an der Verteidigung hier beteiligen. Hier haben wir zwei AT-2s, die hier kräftig austeilen. Das ist auch gut so. Das sind Panzerungsmonster. Und dann komme ich noch dazu. Und dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier bei den Gegnern ausrichten. Ja, wie ihr gesehen habt, die Hauptarbeit hatten eigentlich schon die AT-2s erledigt.
Gut, im ersten Moment, als sie angestürmt waren, habe ich da auch noch ein bisschen auf Nasu rumgehackt. Aber was soll's? Wir haben jetzt die Sache mit allen Kräften hier bereinigt, sprich, wir haben da aufgeräumt und für klare Verhältnisse gesorgt. Und jetzt geht's weiter. Und ich glaube, da hinten, diese Hellcat, die hat mir vorhin schon Sorgen bereitet. Ja, das wäre noch interessant mit der Kiste. Eine Retourkutsche wäre schön. Ah. Felsen, das wert nix. Naja, gucken wir doch mal. Ja, der AT-2 hier. Oder überhaupt der AT-2. Das ist ein super Panzer. Habe ich sehr gerne gespielt. Schön die Front zum Gegner immer halten. Und dann hält er für seine Tierklasse aus ohne Ende. Da verzweifeln die Gegner meist immer dran. So, kurz geguckt. Ja, da fahren wir keinen über den Haufen, wenn wir jetzt die Spur halten. Plumpsen nicht ins Wasser. Und weiter, Vollgas. Ihr merkt gerade, mit 20 km/h ist es kein Beschleunigungswunder. Oder auch keine Endgeschwindigkeitsmaschine. Vor lauter Zoom habe ich nicht mal erkannt, dass da erstmal ein fetter, fetter Felsen davor war. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Weiter geht's. Fünfter Kill. Meistens gebe ich aber zu, waren die Gegner schon angeschlagen. Das ist keine tolle Leistung. Aber ihr seht, er trifft, er feuert. Panzerung, ja, er konnte auch schon ein bisschen was einstecken an Damage. Und gleich ist die Sache durch. Jo. Da wird die feindliche Art, die letzte Spieler, umgefahren, sprich kaputt gerammt. Kommen wir jetzt zur Auswertung. Und da sehen wir doch schon mal, das ist eine Klasse 2 Wert, sprich Überlegenheitsabzeichen Klasse 2. Dann haben wir hier 16 Schüsse abgegeben. Was da getroffen worden ist, waren dann auch 11 Treffer. Die haben natürlich auch Damage gemacht. Also der Durchschlag der Waffe ist ganz gut. Und wenn man trifft, dann. Aber holla, ihr habt ja auch im Gefecht gesehen, ich habe da ein, zwei Blindshots gemacht. Schaden 966, davon auf über 300 Meter Entfernung 308. Ich habe drei Treffer erhalten. Das waren drei Wirkungstreffer. Leider. Normalerweise prallt an der Panzerung einiges ab, aber ich habe lange Zeit die Hellcat ignoriert gehabt, weil ich einfach fixiert war, den ELC, der da unten bei den, ja, bei den TDs rumflitzte, den zu helfen. Gut, habe ich mit Damage bezahlt und Treffern bezahlt, aber ich habe überlebt, ich habe gewonnen. Was soll's? Mal muss man auch mal was riskieren oder einfach nur stumpf spielen. Ich habe 7 Gegner beschädigt. 5 habe ich zerstört. Schaden durch Spielerunterstützung 135 Punkte. Dank Premium waren das dann 18.859 Creditpunkte Reingewinn. Ohne einen Premium-Account wären das 10.694 Credits Reingewinn. Und ich habe hier gezweifacht das Gefecht. So waren das dann 2.132 Erfahrungspunkte. Also gute 1000 Punkte im Grunde genommen als einfaches Gefecht, und zwar 1066 Punkte. Kann sich sehen lassen. War ein Sieg, waren 5 Abschüsse. Ist ja auch mal nicht schlecht für die Statistik, mal einen Abschuss zu haben. Ja, was gibt's zu diesem Panzer an sich zu sagen? Er hat eine Wandpanzerung frontal von 152 mm.
hat auch der Turm. Er hat eine seitliche Panzerung von 95 mm. Bei der Wanne hat der Turm aber auch. Und jetzt mal was Abweichendes. Der Heckbereich der Panzerwanne hat 50 mm Panzerung und die Turmpanzerung am Heck hat 95 mm. Bedeutet, er ist eigentlich recht hart gepanzert. Wenn ihr mit dem Panzer so gerade zum Gegner steht, feuert er euch vorne immer sauber rein. Aber wenn ihr ein klein wenig euch schräg stellt, sprich anschrägt, weniger wie beim normalen Panzer, ja, dann prallt verdammt viel ab, wenn sie euch frontal befeuern. Also nur so ein ganz bisschen schräg, das reicht völlig aus. Dann wäre dieses Fahrzeug für Tier 6er Verhältnisse zur Panzerungsbiest. Ja, die Hellcat vorhin, ich glaube, die hat mir mal seitlich eine verpasst, weil ich ja eingedreht war, um dem ELC zu helfen, sprich den TDs da Zunder zu geben. Ansonsten, wenn ich noch mal ein anderes Video machen sollte, die nächsten Tage oder Wochen, kommt das sicherlich auch mal hier rein. Ich hoffe, ich kann dann auch zeigen, dass wenn man ihn anschrägt, da verdammt viel von abprallt. Und damit möchte ich mich eigentlich verabschieden. Tschüss, euer Borgelkart.